Guten Tag, der Klett-Cotta-Block ist immer noch auf dem Stand von Klett-Cotta bei der Leipziger Buchmesse. Neben mir sitzt Ariadne von Schirach. Guten Tag, Frau von Schirach. Guten Tag. Sie haben ein Buch geschrieben, Die psychotische Gesellschaft, wie wir Angst und Ohnmacht überwinden. Also im Titel geben Sie gleich an, dass es schlimm ist, aber man kann was dagegen tun. Das war die Kurzform. Ich habe in dem Lesebericht auf dem Blog, das Prinzip vom Blog ist immer Lesebericht und dazu kommt ein Video, habe ich geschrieben, dass es eine psychologische und aber auch politische Ideengeschichte ist. Würden Sie dem zustimmen? Ja, ich fühle mich jetzt... Das darf ich nicht haben. Gut, nein, ich fühle mich geehrt und auch auf eine gewisse Weise erkannt. Es ist aber mehr noch eine weltanschauliche Ideengeschichte. Und in der Weltanschauung verbindet sich Politisches, Persönliches, Psychologisches, weil es darum geht, wie wir Menschen uns in der Welt einrichten, dadurch, wie wir sie begründen, was wir für wichtig halten, was wir für unwichtig halten und welche Form wir deshalb unserem Zusammenleben geben, wobei diese Form auch der Sinn ist, den dieses Leben hat. Und jetzt das Problem bei der psychotischen Gesellschaft, das ist sozusagen ein unglücklicher Titel angesichts einer unglücklichen Situation, weil das ist echt ein Club, in dem keiner mitmachen will. Ja? Also Generation Golf, das lasse ich mir noch gefallen, auch Müdigkeitsgesellschaft, da mache ich noch irgendwie mit, aber psychotische Gesellschaft, bitte die anderen und nicht wir. Und ich denke, dass die Metapher trotzdem gewisse Möglichkeiten und Verdienste hat, deshalb habe ich sie gewählt, auch um sozusagen unsere Gesellschaft nicht nur als Wechselwirkung aus wir machen die Gesellschaft, die Gesellschaft macht uns, sondern als eine Art Haus, das ist auch eine Metapher, die vorkommt, indem wir uns eben auf der Welt eingerichtet haben, zu begreifen, dass uns auch überdauert und es unsere Fürsorge bedarf. Und einem kranken Menschen wirfst du auch nicht vor, dass er es gerade nicht gebacken kriegt, sondern du bemühst dich ihm zu helfen. Deshalb steckt in dieser Metapher eine Zärtlichkeit. Einen Satz zur Psychose. Ein Ausnahmestand mit Verlust zur Realität, ist das halbwegs auf den Punkt gebracht? Ja, also es ist sozusagen, das Wichtigste ist, es ist ein innerer Ausnahmezustand, bei dem die Grenzen zwischen Ich und Welt verschwimmen und man den Kontakt zur Realität verliert. Das ist ganz wichtig, weil genauso wenig wie es keine Postfakten gibt, sondern nur falsche Anschauungen, ist auch die Realität unverlierbar. Man kann aber den Kontakt zu ihr verlieren. Deshalb auch immer wieder zu ihr zurückkehren, das wären wir schon bei der Heilung. Ja. Also es entweder kommt man zu neuen Identitäten, ja. Das wären so die einige der Schriftsteller, die Sartre beschrieben hat, etwas für ihr Leben, etwas Neues machen. Das ist die Spur. Ja. Und die andere ist, dass es zu einer Art unheilbaren Pathologie kommen kann. Ja, und die gesellschaftliche Pathologie ist, wenn wir total aus den Augen verlieren, dass uns Menschen alle, egal wo wir herkommen, was wir können, woran wir glauben, mehr verbindet als trennt. Also was gerade ein System wird instabil, wenn seine Elemente so weit auseinanderdriften, dass sie nicht mehr auf das große Ganze bezogen sind. Und im postfaktischen Zeitalter mit Filterbubbles, Parallelgesellschaften, ich kann es nicht glauben, dass es einen neuen Nationalismus gibt. Ich meine, es gibt's doch nicht. Ja? Also das hätte ich mir nie zu träumen wagen. Dann sozusagen auch die Konsumgestützten Filterbubbles, von denen sie sich das leisten können. Und wir verlieren das Gemeinsame aus den Augen. Das ist auch ein Teil des krankhaften Zustandes. Das bedeutet, dass sozusagen wir nichts mehr aus unserem gemeinsamen Problem machen. Und die Einladung in diesem schmerzlichen Zustand, dieser psychotische Zustand ist ein ganz furchtbarer Zustand für den, der ihn erleidet, wobei er gerade nicht weiß, dass er krank ist. Ja? Aber er ist von Angst begleitet, angesichts dieser Auflösung der Grenzen und von Ohnmacht, angesichts der Unfähigkeit, was dagegen tun zu können. Deshalb, das ist auch das gesellschaftliche Gefühl gerade. Sie sprechen einmal vom Haus als Metapher, das haben Sie eben erwähnt. Was ist das genau? Also der Mensch ist das unbestimmte Tier. Anders als die bestimmten Tiere müssen wir unsere Lebensumstände selber schaffen und uns immer wieder neu in der Welt einrichten. Ob wir das in Städten tun oder in Kaspers oder in Jurten, ist egal. Wir machen das alle als Menschen. Und der Mensch ist aber auch das einzige Tier, das sich ein Haus bauen kann, in dem es nicht mehr leben will. Das sagen Tier beim Menschen? Ja, wir sind sozusagen das Tier, das Bewusstsein des Bewusstseins besitzt. Okay. Das wäre die Definition, das Tier, das einen Geist besitzt, das Bewusstsein des Bewusstseins. Jetzt aber kurz zurück, die Metapher des Hauses beschreibt eine Gesellschaft, eine Kultur als kollektive Bestimmung. Das heißt, wir nehmen die geheimnisvolle Ganzheit des Lebens, deren Dauer der Wandel ist und einiges sehen wir, wollen wir da sehen und alles wollen wir nicht sehen. Wir haben eine bestimmte Weltanschauung, die zu
zugleich begründet, wie wir mit den Aspekten des Lebens umgehen, ganz konkret. Was für einen Stellenwert haben alte Menschen in der Gesellschaft? Werden die geachtet oder an den Rand gedrängt? Wie gehen wir mit ganz jungen Menschen um? Wie erleichtern wir zum Beispiel jungen Menschen, ihren Platz in der Welt zu finden? All das konnte man gerade wirklich kritisieren in unserer ökonomisierten Leistungsgesellschaft. Das ist aber das Resultat einer bestimmten Weltanschauung, die ich Haus genannt habe, weil sie sozusagen Unterscheidungen trifft, das gehört dazu, das gehört nicht dazu, das halten wir für wertvoll, das nicht. Und sozusagen der Zustand jetzt ist ein Moment, wo unser Haus so instabil geworden ist, dass wir eigentlich auf eine neue Weise mit dem Draußen, dem Leben konfrontiert werden. Und darin liegt eine Chance. Früher wollten wir immer raus aus der Matrix, jetzt kollabiert die Matrix. Zeit, was Neues zu bauen. Oder das Alte besser aufzuräumen. Ich bin ein Stichwort, unser Heimatverlust ist innerlich. Ja, also wir müssen ja wirklich anerkennen, wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. Ja? Letztes Jahr kam doch so eine Studie raus, dass die Deutschen so zufrieden wie nie, es gibt einen unglaublichen Wohlstand, einen materiellen. Und das gleichzeitig kommt aber Aufkommen von Nationalismus, Abtreibungsfrage wird wieder gestellt, da konnte ich ausrasten vor Wut. Ja? Also es werden Errungenschaften der menschlichen Selbstbestimmung und auch der sozusagen menschlichen Solidarität auf eine Weise in Frage gestellt, die ich bin 40, ich mir nie hätte träumen lassen. Ja? Das bedeutet, wir haben ein Problem, aber das Problem ist definitiv nicht materiell, sondern irgendwo da oben. Und so wo kommt es denn her? Ich glaube, es ist das Resultat, kürzeste Antwort, das Resultat einer jahrtausendealten falschen Weltanschauung, die beginnend mit Platon die Verbundenheit des Lebens, das irdische Glück sozusagen, den Körper, die Gefühle und natürlich auch die Frauen im Umgang mit der Erde vor so eine Hinterwelt gestellt hat. Eine bei Descartes sich fortsetzende Verachtung des Leibes, der sinnlichen Seite der Welt, die uns auch dazu bemächtigt hat, inklusive dem Christengott, der sagte, macht euch die Erde. Das zeichnet ein sehr, sehr trauriges Bild unserer Umwelt. Naja, die Umwelt ist nicht traurig, unsere Lebensbedingungen in der Umwelt sind gerade ein bisschen bedroht. Um noch kurz dazu zurückzukommen, also ich finde, dass wir eine lange Geschichte einer falschen Weltanschauung haben, die etwas missachtet hat, was aber dazu sind, deshalb immer das Menschentier. Jetzt ist gerade notwendig, um uns besser einzurichten und wieder Sinn zu machen, das anzuerkennen, das ist die Einladung. Ja? Und ich denke, dass diese ganzen Probleme, die wir haben, diese ganz vielen unterschiedlichen, das ist der Versuch, das in dieser Metapher zu fassen. Sie sagen, unsere Gesellschaften bieten ein erhebliches Gefährdungspotenzial. So könnte man sie verstehen. Sie schreiben auch, sprechen auch von einem kollektiven Ohnmachtsgefühl in einer psychotischen Gesellschaft. Wir haben gerade echt reale Probleme und das ist schon wieder ein bisschen crazy. Ja? Also einerseits geht es uns wirklich gut, andererseits mangelnde Kinderbetreuung, Lehrermangel, Pflegekatastrophe, wie wir mit der Digitalisierung umgehen. Ja, also nur nur ein paar Computer in die Schulen zu schmeißen und niemanden, der sie bedienen kann, das ist total verrückt. Ja, wir haben politische Probleme im Sinne des Umgangs mit anderen, mit Leuten, die zu uns kommen, bei uns leben wollen. Wie integrieren, worin eigentlich? Sozialen Medien als einen Moment unendlich sein Leben herzustellen, ohne es eigentlich noch zu leben, wobei ich auch ein riesen Internet-Fan bin. Also wir haben eigentlich lauter Herausforderungen, die unseren Geist benötigen, um sie wirklich im Sinne des Brauchbaren für alle Nützlichen, im Sinne auch des Gemeinwohls zu bewältigen. Das ist ein Zustand, der psychotisch ist.
Die Rückkehr zur Realität, so wie sie ist, ist auch eine Rückkehr zum wahren Sprechen. Also sagen, was ist. Diesem Schwerkraftverlust, der euch durch die News und sozialen Medien beschleunigt wird, eine Art ruhiger Schwerkraft, ist es so gewesen, das ist so entgegenzusetzen. Wir Menschen sind alle fähig, uns in der Welt einzusetzen, unsere unterschiedlichen Daseinserfahrungen Ausdruck zu verleihen, miteinander mitzufühlen und gleichzeitig zu respektieren, dass wir Dinge nicht gleich sehen oder auch zu sagen, nee, da stehe ich, da stehst du. Diese geistigen Ein Schriftsteller bereits mit einer allerersten Äußerung engagiert ist und dafür Verantwortung trägt. Diese Verantwortung überhaupt will uns von Schirach neu erklären.